Am Wort ist Jesse Lintl von den Freiheitlichen. Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich beziehe mich auf den Rechnungshofbericht betreffend das Bundeskriminalamt. Es handelt sich hier um einen Follow-up-Bericht. Der Überprüfungszeitraum war 2015 bis Anfang 2017. Und ich glaube, der Wissensstand der Kollegin Kreiner endet auch 2017, denn sie hat genau diesen Status quo von damals genannt und nicht den heutigen. In seinem Vorbericht hatte der Rechnungshof empfohlen, bei künftigen Organisationsänderungen zeitgerecht die erforderlichen Planstellen und das entsprechende Personal bereitzustellen. Die Prüfung hatte ergeben, dass zwar Planstellen vorhanden waren, die jedoch nur durch Dienstzuteilungen von Beamten anderer Dienststellen besetzt werden konnten. Die Kritik zeigt genau das Strukturproblem auf, das durch die Einsparungen und Nicht-Nachbesetzungen von Polizeiplanstellen über die Jahre hinweg entstanden sind. Genau dieses Problem hat unsere neue Regierung sofort erkannt und unter unserem Innenminister Herbert Kickl sind bereits mehr als 100 Planstellen nachbesetzt worden. Die vom Rechnungshof erwähnten Dienstzuteilungen, die nicht als Planstellenbesetzungen im Bericht aufgeführt werden, sind aber durchaus erklärbar. Das Know-how, das Fachwissen der Beamten wird dort eingesetzt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Fachleute aus polizeilichen Spezialbereichen werden in Sonderkommissionen zur Ermittlung in einem bestimmten Fall eingesetzt, aber eben nur für einen ganz bestimmten, beschränkten Zeitraum. Das ist ja sinnvoll und spricht durchaus für Dienstzuteilungen. Neue Organisationseinheiten, etwa zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche, wurden bereits gebildet. Und sie sind Schwerpunkte in der künftigen Kriminalitätsbekämpfung. Auch sie werden, soweit das Budget es erlaubt, durch Planstellen besetzt. Ein besonderes Projekt des Bundeskriminalamtes möchte ich noch erwähnen. Ich komme gerade von einer Tagung des Parlamentarischen Kontrollausschusses zu Europol aus Brüssel. Europol als Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union setzt zur Bekämpfung umfangreicher krimineller und terroristischer Netzwerke ganz klare Schwerpunkte, die auch aus österreichischer Sicht interessant sind. Es besteht eine Zusammenarbeit des Bundeskriminalamtes mit Polizeieinheiten europaweit und im Besonderen mit den Balkanstaaten. Hier geht es vor allem um den Informationsaustausch zur Bekämpfung organisierter Kriminalität, im speziellen Drogenhandel, Menschenschlepperei, Finanzkriminalität und Terrorismus. Aber um diesen Austausch zu bewerkstelligen, müssen die Computersysteme kompatibel sein, dass Daten, die gesammelt und aufbereitet werden, auch zwischen den Ländern ausgetauscht werden können. Wenn zum Beispiel DNA-Daten eines Verdächtigen in einer Datenbank gesichert und abrufbar sind, ist das ein enormer ermittlungstechnischer Fortschritt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der illegalen Migration. Deshalb wurde im österreichischen Bundeskriminalamt ein internationales gemeinsames Ermittlungsbüro eingerichtet. Dieses Ermittlungsbüro beschäftigt sich mit der Bekämpfung von Schlepperei und Menschenhandel auf der Balkanroute. Auch hier wird ein rascher kriminalpolizeilicher Informationstausch in enger Zusammenarbeit mit der Europol sichergestellt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle österreichischen Polizistinnen und Polizisten. Sind Sie jetzt im Ausland tätig oder im Inland? Sie leisten einen enormen Beitrag dazu, dass unser Österreich noch sicherer wird. Dankeschön. Sagt Jesse Lintl von der FPÖ.